Es gibt einen Gott, ganz klar, der alles leitet, alles lenkt. Es gibt einen Gott, ein Geistwesen, ein körperloses Geistwesen, das wir Gott nennen. Der Gott ist so groß wie das Universum. Es gibt ja einen größeren Plan. Und die Menschen müssen einfach lernen, dem größeren Plan zu vertrauen, dem göttlichen Plan zu vertrauen. Sie müssen lernen, zu Gott zu finden und Gott zu vertrauen. Mhm. Dann haben sie keine Angst mehr, dann stellen sich die meisten Fragen gar nicht mehr. Wer Gott bezweifelt, der hat irgendwo ein Intelligenzproblem. Er muss ja nur mal die Menschen anschauen, die Tiere anschauen, die Pflanzen anschauen. Und wer dann noch zweifelt, dass es einen Gott gibt, der tut mir wirklich leid. Im kleinsten Atom, im kleinsten Molekül ist Gott enthalten. Wir alle sind Teil Gottes. Jeder Mensch ist Teil Gottes. Es gibt einen Gott, eine Urquelle, es gibt einen positiven Schöpfer und einen negativen Schöpfer. Das heißt, die Polarität ist hier in der Materie vorhanden. Es gibt keine Sünde, es gibt auch keine Rache von Gott, es gibt auch keine Strafe. Das gibt's nicht. Es gibt immer nur die Chance der Wiedergutmachung. Gott ist ja nicht der Gott vom Alten Testament, wo er sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja der Satan, der diese Aussage macht. Gott, der straft dich nicht. Und der gibt dir auch nicht ein neues Leben, wo du dann abgestraft wirst und Prügel kriegst, um alte Sünden zu begleichen. Du bist hier, um dich zu entwickeln. Und du entwickelst dich in jedem Leben weiter. Und du wirst nicht angegriffen als Strafe, das ist totaler Blödsinn. Jeder Mensch, der angegriffen wird, erhält eine Botschaft. Die Menschen bekommen eine Chance, sich über den Körper, den wir Mensch nennen, weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich der Hauptsinn des Lebens, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir zurückfinden zu Gott, dass wir unsere Gefühle wiederfinden, dass wir dir zur Liebe finden. Das ist der Sinn des Lebens. Und da die meisten Menschen nicht zuhören können und nichts lernen wollen, muss Gott ja irgendeine Möglichkeit schaffen, ihnen die Botschaft zu überbringen. Und wenn jemand nicht zuhört, was willst du dann tun? Du musst ihn ja mit dem Kopf gegen die Wand rennen lassen, damit er es kapiert. Das Leben hat den Sinn zu erkennen, wer bin ich wirklich? Und warum bin ich eigentlich hier? Und irgendwann wird jeder hochentwickelte Mensch zu der Erkenntnis kommen, wie ich, dass die Materie überwunden werden muss und dass es nicht unsere eigentliche Welt ist, dass wir gar nicht von dieser Welt sind. Und dass wir diese Erfahrung gar nicht machen wollen,
irgendwann muss man so weit sein, dass man überdrüssig ist der Materie, dass man überhaupt keine materiellen Ziele mehr hat, sondern nur noch zurück will in die schöne Welt, jetzt nicht selbstmordgefährdet, depressiv, sondern dass man einfach sagt, ich habe erkannt, was ich alles nicht brauche. Ich habe erkannt, was alles unnütz ist. Ich will nur noch zurück in die göttliche Welt, wo ich mal hergekommen bin, weil ich bin ein göttliches Wesen, ein liebendes göttliches Wesen. Und wenn ich das irgendwann erkannt habe, dann hat das Leben einen Sinn gehabt. Es ist Gott, der durch mich wirkt, und Gott erreicht jeden. Ich wusste an dem Tag, an die Sekunde, genau, jetzt ist mit mir was passiert, das kann nur sein, Sananda. Ich war sowas von fröhlich, erleichtert. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben. Ich bin an Energien drangekommen, an Gefühle drangekommen, die ich so noch nie gespürt habe. Ich habe auf einmal so ein Gefühl bekommen, an mein Potenzial zu kommen. Man hat Energien wahrgenommen, auch nachts, wo man irgendwann wach wurde und dachte, boah, was geht hier gerade ab? Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich glaube an Jesus Christus und das ist mein ganz großes Vorbild. Und ohne ihn würde ich nicht mehr leben und ohne ihn wäre ich nicht hier und er hat mich hier zusammengeführt und als ich schon erwähnt, für mich ist Sananda Jesus zu 100%. Man spürt es in den Büchern. Man spürt es in die Interviews, man spürt es in seiner Energie und diese Liebe, die er ausstrahlt. Und ich finde schon alleine das Wort Jesus, da braucht es gar keine weiteren Fragen mehr. Das Wort spricht für sich, so mächtig ist es. Das ist der Jesus Christus zu unserer Zeit. Ich finde, das ist eben diese Christus-Energie. Ja, und die ist eben, die Hilfe ist wieder gekommen. Man hat auch gesagt, Jesus kommt wieder. Ich weiß, dass Sananda eine Reinkarnation von Jesus Christus ist und dass er auch Ashtasharan ist und zu uns zurückgekommen ist, um die zu sich zu holen oder beziehungsweise zu Gott zu bringen, die bereit sind dazu. Und was ich sagen will, mein Gott hat mich geprüft, wie stark ist mein Gottesvertrauen und wir werden immer geprüft. Und ich danke Sananda, dass er mich begleitet hat zu diesem Punkt, dass ich nicht alleine da war und dass ich das habe jetzt in mir, dieses unerschütterliche Gottesvertrauen, so tief und fest. Und ich wünsche jedem, der wirklich in seinem Leben an der Wand steht und nichts hat, und ich hatte nichts, ich konnte mich nicht verbergen, kein Schlupfloch, da wünsche ich jedem, dass er einen Schutz von oben hat. Und ich kenne keinen anderen Heiler außer Sananda. Ja, für mich ist das der beste Heiler überhaupt. Ich meine, das ist ja auch ein Gottesgeschenk, dass er da ist. Wer heilt denn schon über die Ferne und hat über 275.000 positive Feedbacks und das spricht doch absolut für ihn. Ja. So, und für mich ist er ein Segen Gottes und für uns alle, die nicht weiter wussten, die bei tausenden Ärzten waren, dass er wirklich ein Geschenk ist und er einfach nur heilen will. Sananda kann man ja mit nichts vergleichen, finde ich. Es ist so einmalig, was er für Fähigkeiten hat, machtvoll und ganz besonders. Das größte Geschenk ist einen gesunden Körper. Man kann sich gesund bewegen, mit gesunder Psyche. Dann bin ich der reichste Mensch der Welt. Wenn ich vollkommen gesund bewegen kann, dann habe ich alles. Es ist einfach wirklich das pure Gottvertrauen, was er einfach mitbringt. Er öffnet die Augen und ich kenne einfach keinen Menschen, der so viel Hingabe, so viel Liebe und so viel Fürsorge für Mutter Erde hat. Das ist der Wahnsinn. Ich habe die Ängste nicht mehr und ich habe volles Vertrauen. Ich spürte sofort die Energie. Also man erhält Kraft, Energie, Glück und Lebensqualität und Lebensfreude. Ich spürte während des ganzen Auftrages die Energien in den verschiedenen Körperteilen.
Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Da fließt die göttliche Kraft durch uns durch. Ja, der Sananda ist ein Vermittler, ist ein Kanal und hat selber auch noch einen Verstärkereffekt. Ja? Und wir müssen wieder Gott in unser Bewusstsein reinbringen. Gott heilt, seine Kräfte heilen durch uns. Das haben wir vergessen. Ich hatte es auch vergessen. Und ich bin mir sicher, dass er diese Energien verkörpert, diese göttliche Energie. Und dass es durch ihn, wie es er beschrieben hat, heilt. Ich spüre das auch, dass Gott da ist und uns schützt. Er ist nicht mein Guru, er ist einer, der den Leuten aufzeigt, so kann man leben. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder in seine eigene Kraft kommt. Also er ist ein unendlich liebevoller, einfühlsamer, ja, vielleicht auch strenger, aber ein positiv strenger Mann. Wie soll ich sagen, humorvoll. Er hat immer einen ganz, ganz einzigartigen Humor, um Freude zu verbreiten und ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Und das ist etwas, was mich immer wieder ganz tief berührt und mit ganz viel Dankbarkeit berührt. Wenn ich mich mit ihm verbinde, dann spüre ich das Kribbeln in den Händen. Und am Anfang ist er sogar sehr schmerzhaft. Ich weiß, wo ich was hatte. Das spüre ich besonders. Also, das ist keine Spinnerei, das ist wirklich die Wahrheit für mich. Ja. Also für mich ist das der größte Heiler, vom Gott gesandt, kann ich sagen, nicht anders. Ich war viele Jahre im Ego, weil ich falsch gelenkt wurde. Ja, ich hatte einfach die Anbindung nicht. Ja. Ich war einfach, ich war hier abgeschnitten durch dieses Kindheitstraumata. Ja. Ja, und das konnte ich alleine nicht bewältigen, das hätte ich auch nicht geschafft. Und diese ganzen Sachen, die jetzt so in der Familie passiert sind, das hätte ich ohne Sananda nicht überstanden. Ich wäre zu 99% an Krebs gestorben. Ich hätte das nicht geschafft alleine. Ich denke, ich sehe mich sowieso mit ganz anderen Augen. Ich sehe mich als Kanal Gottes, als Werkzeug Gottes. Und die Wunder, die vollbringe nicht ich, sondern die verbringt Gott. Und Gott wirkt durch mich hindurch. Und natürlich spiele ich da eine gewisse Rolle dabei, weil sonst wird es ja ohne mich gehen. Wenn es so einfach wäre, also hat es ja schon was mit mir zu tun, mit meiner Energie, mit dem Geistwesen, das ich bin, das im Moment in diesem Körper drinsteckt, der hier gerade sitzt. Und so gesehen ist Gott der Wunderheiler und ich bin der Wunderkanal. So würde ich jetzt das mal ausdrücken. Und die Wunder und auch Nicht-Wunder, die da geschehen, manchmal geht es ja auch länger bei den Behandlungen, bis sich was einstellt, Positives, die sind ganzheitlich zu betrachten. Es gibt also nichts, was man ausschließen müsste oder könnte. Insofern ist eigentlich alles möglich.